Hallo, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Ebelsbach. Jo, viel passiert hier, neues Fahrzeug am Start, ne? JCB ist weg, der soll weggehen, da kommt jetzt ein Onimog hin. Der soll genauso aussehen wie der hier, natürlich in schöneren Farben. Aber dieselbe Ausstattung, Fronthydraulik, bla bla bla, die ganze Kiste drauf, alles um der Deckel soll voll sein mit Chrom und Lichtern und Kühlung und alles Mögliche. Und neues Kühlefass kommt. Ja, das ist alles bestellt. Ich war noch Schwein am Fahren, aber ich muss erstmal mit dem. Nee, Quatsch, mit dem nicht, mit dem anderen fahre ich. Nochmal kurz. Material weg. Ich brauche etwas Geld, würde ich sagen. So, irgendwas habe ich im Kopf, was, wenn das extremst viel im Lager wäre. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, wo wir jetzt das meiste für kriegen. Davon. Oh, das fällt ja jetzt. Auch am Fall. Ist ja nichts am Steigen hier. Auch zu wenig. Ja, das hier ist dumm. Das machen wir. Genau. Das fahren wir weg. Ups. Davon haben wir jede Menge. Oh, ein, zwei Touren davon und dann möchte ich zum Schweinebauer. Da haben wir schon ein paar Schweine wegfahren. Und dann schauen wir mal. Ach hier. Die Dame des Bauernfeindes ist wieder da. Oh, und Telefon auch noch. Ja, hallo? Blume, Landhandel, ja. Hallo? Ja, Olaf. Jo. Ja, hier. Servus. Jo, grüß dich. Jo. Sag mal. War also beim letzten Mal so abgelenkt, du. Durch die, ja, die ist schon, ne? Wieder hier. Also jetzt müssen wir uns aber zusammenreißen. Die steht schon wieder hier vor mir. Gottes Willen. Ich guck mal zu anders. Ich guck mal woanders hin. Dieses wohlgeformte Hintert. Na, egal. Ja, genau. Kann mich irgendwie dunkel dran erinnern? Du wolltest irgendwie einen Unimog bei mir bestellen? Genau, ja. So wie deiner hier steht, der steht ja bei mir, falls ich noch dran erinnerst. Genau. Also mit Komplettaufbau oder was? Genau, Komplettaufbau mit Chrombügel drauf, mit Lampen, tralala, mit Klima, mit Hupen, mit Lichtern, also oben die rundumleuchten Bahndinger, Fronthydraulik und. Okay. Genau dasselbe wie du ihn hast hier. Auspuff okay. Oben, auch die schöne Werbung drauf hier von so einem komischen YouTube-Kanal hier. Kann alles drauf. Willst du auch dieselben Felgen wie ich oder? Nein, die soll natürlich in Goldhof verblausern. Das ganze Ding. Nee, aber an sich, die Felgen denn, oder was willst du da haben? Jo. Doch, mit dem Chromring sieht gut aus. Jo, machen wir auch so. Genau. Ja? Jo. Okay. Rundum leuchten? Ja, du würdest bestimmt auch haben, ne? Ja, klar, natürlich, wenn wir mal Warentransport dann, und was. Sag mal eine Farbe an. Goldhofer also, Blau. Goldhofer Blau, Hauptfarbe, ne? Willst du genau, wahrscheinlich? Ja, genau. Ja. Ja. Okay. Und die Linie bleibt weiß, die da durchgeht. Und die Plane, wenn die Goldhofer Blau geht, machst du Goldhofer Blau. Okay. Ich sehe gerade, ich kann bloß Ultramarinblau auswählen. Also hier im Katalog, also nicht für die Farbe. Ich würde halt aber so einen Blauton halt, ne? Für den ganzen Unimog oder für die Plane? Ne, für den ganzen Unimog. Okay. Die Plane auch nicht. Also es geht so ein bisschen an Goldhofer ran, würde ich sagen. Ja, okay, machen wir. Aber. Du, mach mal mit dem Scania hier, das ist ja jetzt ein Vorführer. Soll ich dann einen neuen bestellen oder kann ich ihn hier abkaufen und wir lackieren den um oder wie machen wir das? Oder? Da musst du mal die Katja fragen. Ach so, ja, die steht ja hier noch. Ja, okay. Naja, damit habe ich ja an sich nichts zu tun. Ich würde dann, wenn die Katja sagt, ich soll die Bestellung auslösen, über mich sozusagen, da würde ich dann mit ihr nochmal reden. Genau. Also die soll ich dann mit dir. Sie da mal fragen. Mit dir kurz schließen dann, okay. Ja. Genau. Wie sieht denn in Sachen Güllefass aus? Da muss ich dem Ludwig schon noch was erzählen. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, wir haben das ja zusammen mit dem. Also das Güllefass ist da? Ja. Ist es da? Mhm. Und du kriegst, glaube ich, auch noch ein bisschen Geld von mir. Okay.
würde jetzt einfach mal hier schnell mal 50.000 waren irgendwie sowas in die Richtung. Ja, ich glaube, es war weniger, aber ich bin ja, auch mal, die macht uns ja ganz gut. Würde einfach mal was anweisen jetzt für dich. Genau, das ist schon mal nicht schlecht. Wenn der Dings dich fragt, du weißt nichts von der Rückzahlung. Das ist gleich auf gleich, ne? Hier. Welche Rückzahlung denn? Richtig. Genau. So machen wir das. Ich weiß nicht, was du meinst. Genau. Egal. Ja gut, perfekt. Dann bis später, ja? Jo, alles klar. Ja, wie gesagt, achso, deine Schaufel ist auch lackiert, ja? Was du haben wolltest. Ja, die kommt dann an den, die kommt schon irgendwann mal holen mit dem M-Betrag. Da kommt ja okay, der. Kannst du dir holen, plus das Güllefass kannst du dir auch abholen und den Unimog würde ich dann mal auslösen. Genau, okay. Kann ich einfach auslösen oder soll ich dich nochmal anrufen wegen Preis? Preis wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Ich weiß mal gar nicht, was der JCB bringt. Müssen wir mal. Der JCB bringt noch 170. Okay, und der Unimog komplett würde ungefähr. Ah, muss ich gucken. Hm. Ich ruf dich ja nochmal an. Ruf mal an, genau. Ich komme jetzt eh mal zu dir gelaufen und aber schon muss mein Unimog. Ich bring muss rein und fahre gleich wieder weiter. Alles klar. Ja? Okay. Gut. Bis dann. Tschüss. Guten Tag, Frau Bauernfeind. Guten Tag, Herr Blume. Ach, mit Ihnen habe ich auch gar nicht mehr gerechnet. Aber es ist gut, dass Sie da sind. Folgendermaßen. Wie sieht das eigentlich du sagen? Oh ja, natürlich. Ja, so kleines Nest, das machen wir, ne? Ja, natürlich, ich bin der Olaf. Aber ja, selbstverständlich. Also pass auf, Olaf, bevor du hier irgendwas jetzt mal anfängst, komm mal eben, Wohin? Komm mal eben mit hier hinter den LKW. Oh. So stürmisch. Noch nicht. So, und jetzt machst du mal deine Hose zu. Oh, sorry. Naja, da weißt du wenigstens, worauf dich einlässt. Lauf mal so weit. Komm mal hier. Komm mal hier hin. Komm mal hier, Katja. Hier. Komm mal hier bei den Scania. Ja. Was machen wir hier mit jetzt? Kann ich den von dir abkaufen? Muss der zurück zu Scania oder was passiert hier mit? Ich hätte schon so gern einen, aber nur halt eben in Blau. Ja, also das ist ein Vorführer. Den könntest du kaufen. Normalerweise nehme ich den so nach einer Woche wieder mit. Mhm. Und dann kannst du eine Bestellung auslösen direkt bei Scania in der Farbe, die du haben willst. Und ja, da habe ich eben mit dem Andi gesprochen. Du sollst schon mit ihm mal kurz schließen, wie das vonstatten gehen sollte. Da ist er ja. Ja, okay. Genau. Jetzt ist er fort. Patrick! Andi, warte mal. Jo. Sag mal hier. Bibi, ich habe ihr gerade gesagt, Katja. Du schließt dich mit ihr kurz. Was, hier. Alles gut, Katja? Bibi? Ja, hallo, Andi. Du siehst heute wieder bezaubernd aus. Ja, danke, gleichfalls. Bist du wieder mit deinem großen Gefährt unterwegs? Nein, das ist ja ein Vorführer, der bleibt so ungefähr eine Woche. Und dann nehme ich den wieder mit oder er kann käuflich erworben werden, je nachdem. Ja, da habe ich jetzt die Frage, was wird mich günstiger? Den kaufen, umlackieren, Andi, oder den zurückgehen lassen und einen neuen kaufen? Weil von den Kilometern her wäre mir egal, ob der jetzt, keine Ahnung. Naja, grundsätzlich wäre umlackieren günstiger, ne? Gut. Also günstiger als komplett neu kaufen, ne? Weil ich denke mal nicht, dass ich weiß nicht, wie viel so ein gutes Stück da kostet, aber ich sage mal, der wird dann bestimmt auch so irgendwo in einer Region von 130.000 Euro liegen, wahrscheinlich. Mhm. Und umlackieren kostet vielleicht nur 100.000. Gut, und natürlich was? Die Sache, wenn sie die Lackierung anschleifen und so weiter, ob das dann so hundertprozentig ist. Ja, Nachlackieren ist also, immer natürlich eine Gefahr da, ne? Aber jetzt, der ganze LKW würde ich dann mit umlackieren 100 kosten, oder was? Was müsste ich denn an Scania noch bezahlen? Das fahr so, mal nein, bei Scania was, direkt an. Oder hier bei mir an Mauer. Was du denn noch für das Fahrzeug an sich bezahlen musstest, weiß ich nicht. Aber umlackieren würde bei mir ungefähr 100.000 kosten. Und das ganze Fahrzeug schon auf 35, ja, das ist ja Witz. Ne, da kaufen wir es ja neu, ne? Ey, Olaf. Hm. Ich will doch jetzt noch nicht sagen, wie viel das kostet. Ach so. Ne, dann müsst ihr euch mal kurz schließen. Dann gibst du mir. Das Billigste nehme ich dann. Was ihr dann ausgehandelt habt, ist mir egal. Das Billigste nehme ich. Wahrscheinlich wird es günstiger sein, das Umlackieren. Also, da musst du natürlich mit der Katja erstmal abklären, wie viel dieses gute Stück denn kosten würde. Mhm. Weil Katja ist in dem Fall ja deine Bezugsperson von Scania. Genau, und das soll sie jetzt mit dir abklären, weil ich ja andere Sachen in den Ohren habe.
Aber das interessiert mich doch nicht, wie viel dein LKW denn kostet. Doch, ich bezahle dich dann mit Umlackierung, mit allem drum dran. Du rufst dich an, wir sind quitt. Das Ding aber kostet muss so und so viel. Aber Katja überweisen. Nein, du musst den LKW bei Katja abkaufen. Okay. Ja? Nein, ich habe den ja nur überführt. Das war nur ein Fahrauftrag für Scania. Also musst genau. Du dich doch mit Scania in Ich bin nicht direkt von Scania. Ich habe keine Ahnung, was das Ding kostet. Also du musst dich mit Scania in Verbindung setzen und fragst, was der Vorführer hier, der jetzt in Ebelsbach ist, kostet. So. Ob der jetzt zurückgeht und was neu kostet. Und den Unterschied wirst du dann von Scania rauskriegen. Und dann sagst du mir, was der Gebrauchte kostet und dann gucken wir, was die Umlackierung kostet und dann gucken wir, was der Neue kostet. Und dann wissen wir, was wir machen. Na? Na gut, dann machen wir das so. Genau. Sie ist ja nur gefahren. Genau. Dann... So ja, dann test ihn erstmal, wenn ihr durch seid hier, dann kommt er zu mir und dann genau. Klär ich das ab. Richtig. Genau. Okay. So machen wir's. Okay. Alles klar. Gut, dann Katja, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Danke gleichfalls, Andi. Olaf. Andi, man sieht sich, ne? Meld sich, ne? Jo. Alles klar. Achso, die Hupe hätte ich auch gern. Ja, wollte ich gerade fragen, willst du eigentlich auch so eine schöne Hupe? Natürlich, aber selbstverständlich. Ja gut. Machen wir. So, Katja, Nadine. Ja. Da fährt er hin. Ich bin im Auftrag meines Bruders hier, der liegt ja ziemlich krank im Bett. Oh. Da muss man mal gucken, was da so von wird. Ich habe die letzten Kartoffeln vom Acker geholt. Ja. Und er meinte, die könnte ich hier wohl loswerden. Oh je. Das ist kein kompletter Anhänger mehr, das sind nur noch 29.945. Ich weiß auch gar nicht, keinen Preis mehr. Weißt du den Preis noch ungefähr, was wir ausgemacht hatten? Nee, ne? Ich habe gar nichts ausgemacht, nee. Oh, frech, die sind total im Keller. Puh. 150. 150 kann ich dir geben dafür. Wie viel hast du drin? 29.945. 29, also 30.000. Für die 31.000 hat es nicht mehr gereicht. Also 30.000 hast du drin. Ja, wenn man aufrundet. Natürlich wird hier aufgerundet. Könnte ich dir 4.500 geben dafür? Ja, mir ist das egal. Gut. Ich habe keine Ahnung von. Dann bezahle ich dich schon mal. Kartoffeln nur kiloweise. Ja, hier geht das ein bisschen in größeren Summen. Dann bezahle ich dir das schon mal. Was kann man eigentlich mal, vielleicht weißt du das ja, was kann man eigentlich mal mit dem Otto seinen Schafen? Aber da kommt er ja im Moment auch nicht zu. Die brauchst du nur zu füttern und dann, die machen dann die Wolle und so, das ist überhaupt kein Problem. Wenn ich dann nächste Woche mit dem Prachtstück da wieder zurückfahre, dann ist da ja keiner. Ja, bis dahin wird er wohl auf dem bisschen, du wirst wohl hier bleiben, bis er wieder auf den Beinen ist. So richtig in Gang kommt er da nicht. Das ist irgendwie. Das ist ja der sein Kumpel, mit dem er da aus dem Knast ist, der ist ja auch weg. Ja. Ach doch, wenn der bisschen an die Hand genommen wird, der hat das schon gut, also er hat ja schon ein bisschen Wolle verkauft, also so der nicht. Der kriegt ja schon hin. Wahrscheinlich haben sie den auch wieder eingebuchtet. Könnte sein, ja. Das wäre möglich. Ja, nee, dann machen wir das so. Dann fahre ich die, wo soll ich die abladen? Ja, hier. Einfach auf dem Hof, oder? Nee, hier. Setz einfach hier auf das Ding drauf, oder soll ich rückwärts fahren hier hin? Ich kann auch selber auskippen gerade. Das kriege ich schon hin. Ja, dann einfach hier drauf. Ich fahre 40 Tonner und Schwertransporter. Stimmt. Also, wenn ich das Ding ja wohl auch noch ja, natürlich. Gebacken bekomme. Da, aber logisch. Dann, ja, einfach auskippen, ne? Einfach da rein. Genau. Gut, dann gucken wir mal. Gut, bezahlt haben wir ja schon, ne? Alles durch. Wunderbar. Hamburg weiß ich nicht, habe ich nicht drauf geachtet. Doch, 4.500 haben wir bewiesen. Ja, 9 Stück. Das langt schon. Jawohl, perfekt. Wunderbar. Ich kann mit großen Dingen umgehen. Das ist natürlich sehr gut.
Aber gut, meine lieben Freunde, womit die Katja noch alles umgehen kann und so weiter, das werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Wenn euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Schaut beim Thorsten auf seinem Kanal vorbei, Berlin Plays Games. Wenn ihr mit uns reden wollt, kommt auf unseren Teamspeak, steht alles in der Videobeschreibung. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss!